Die Sims-Community ist extrem aktiv auf Twitter und postet hier allerlei verschiedene Dinge zu den unterschiedlichsten Sims-Themen. Die besten Posts aus der letzten Zeit möchte ich in diesem neuen Format kommentieren und mit euch teilen. Wenn ich auf Twitter unterwegs bin, dann werden mir täglich nicht nur ganz normale Beiträge vorgeschlagen, sondern auch sehr viele Sims-Beiträge. Ich folge auch sehr vielen Leuten auf Twitter. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge der Sim-Schau. Wenn euch das Format gefällt, wird dieses ebenfalls regelmäßiger auf diesem Kanal stattfinden. Deswegen könnt ihr mir gerne Feedback in den Kommentaren dalassen. Der erste Beitrag, den ich euch vorstellen möchte, ist vom Simmer Arni, von dem ich ja schon öfters ein paar Sachen auf diesem Kanal vorgestellt habe. Der arbeitet nämlich, wie ihr in diesem Beitrag seht, aktuell an sehr interessanten Inhalten für die Sims 4. Normalerweise sind wir ja im Baumodus an so ein Gitter gebunden, also wir können ja Räume gerade platzieren oder maximal noch schräg, diagonal, aber so wie er es hier zeigt, scheint es ebenfalls irgendwie möglich zu sein, dass man Räume komplett frei außerhalb dieses Gitters irgendwie platzieren kann. Hier die eine Wand ist nicht wirklich symmetrisch zu der anderen, das finde ich eine sehr coole Idee und da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob er das noch hinbekommt. Wie man das nämlich auf den Screenshot sieht, funktioniert das noch nicht ganz perfekt, also man sieht hier, der Boden richtet sich noch nicht so ganz nach der Mauer aus. Das ist also scheinbar noch was, woran er arbeitet. Aber ich halte euch dann natürlich auf dem Laufenden, falls er das wirklich als Mod hinbekommt und wir die uns dann alle runterladen können. Ich mag Arni sehr gerne, er postet immer sehr interessante Sachen auf Twitter, ist auf jeden Fall eine Follower-Empfehlung. Allgemein alle Sachen, die ich in diesem Video vorstelle, findet ihr ebenfalls auch nochmal in der Beschreibung. Schaut da gerne vorbei, folgt den Leuten, die machen alle sehr gute Sachen. Und einen weiteren interessanten Tweet, den ich euch vorstellen möchte, ist von The Hanford Hen. Er hat nämlich in einem Tweet mal so aufgezeigt, wie sich die Sims 4, besonders im Ersteller ein Sim-Modus, eigentlich so entwickelt hat. Das Spiel ist ja 2014 erschienen und man sieht auch schon an den Haaren einen deutlichen Unterschied. Nämlich, wenn wir uns das mal anschauen, das ist eine Frisur, die 2014 mit dem Basisspiel erschienen ist. Und man sieht schon, so von der Haarstruktur ist es irgendwie alles sehr grob. Hier unten ist so ein komischer Wirbel drin, also diese Haartextur ist ja allgemein relativ schwammig. Sieht man auch bei manchen Basisspielfrisuren, dass die Entwickler da ja relativ schwammige Texturen eingebaut haben. Und hier unten, das ist irgendwie alles nicht so ganz detailliert, aber in einem neueren Pack, was 2021 erschienen ist, ich weiß gerade gar nicht genau welches, sieht man sehr eindeutig, dass die Frisuren mit der Zeit deutlich detaillierter geworden sind. Also allgemein, wie die Haare hier fallen, wie sie modelliert sind, ist es deutlich besser geworden. Man sieht das hier schon. Also alles ein bisschen klarer. Die Textur ist viel schöner. Ein bisschen, ja, für mich sieht es ein bisschen höher aufgelöst aus, vor allem hier oben. Also man merkt schon, die Entwickler machen auch innerhalb des Spiels, obwohl es ja alles die Sims 4 ist, schon deutliche Fortschritte. Das fand ich ganz interessant. Also gerade im Basisspiel gibt es leider viele Frisuren, die immer noch sehr schwammig aussehen und wo die Entwickler gerne mal drüber gehen könnten. Es gab ja auch einen Afro, den die Entwickler nochmal bearbeitet haben, der in der Urversion von The Sims 4 sehr undetailliert war und den die Entwickler dann nochmal ein bisschen verbessert haben. Das finde ich also auch sehr cool, dass die Entwickler da sich immer innerhalb des Spiels auch so von der Qualität öfters mal ein bisschen verbessern. Und ein weiter witziger Tweet kommt hier von Acid Lure, der ja dieses The Sims 2 Render in The Sims 4 nacherstellt hat mit neuen Sims, die die alten Sims sehr, sehr ähnlich sind. Das ist sehr erstaunlich. Hier seht ihr nochmal das alte Render, welches für The Sims 2 erstellt wurde von den Entwicklern. Und dann im Vergleich die Sims 4 Variante. Also ich muss sagen, das löst bei mir schon ein bisschen Erinnerungen aus, weil ich auch schon dieses The Sims 2 Render durchaus kenne. Ich finde, er hat die Posen auch sehr gut getroffen, also das sieht schon sehr 1:1 aus, gerade hier diese Frau, die diesen Kung-Fu-Move hier macht, der wurde sehr gut getroffen und auch sonst, es sieht so witzig aus. Ehrlich gesagt, man kennt, ich weiß nicht, ihr kennt doch bestimmt auch diese Grafik noch, aber dann die Sims 4 Version davon sieht, obwohl die Sims genau gleich sind, trotzdem nochmal komplett anders aus. Ich finde das so witzig und als ich das gesehen habe, habe ich mich direkt so ein bisschen an meine The Sims 2 Zeit erinnert.
Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, mit welchem Die Sims-Teil ihr so angefangen habt. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und als nächstes etwas brandaktuelles, was mit dem Die Sims 4 meine Hochzeitsgeschichten-Gameplay-Pack zu tun hat. Ihr seht es hier schon im Hintergrund, der Simmer Mark hat irgendwie ein sehr witziges Video geteilt. Das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Wie ihr ja schon in meinem letzten Video vielleicht auch gesehen habt, wisst ihr, dass die Sims in diesem Pack mit dem neuen Meine Hochzeitsgeschichten Gameplay Pack nicht das machen, was sie sollen? Sie stehen rum, hören nicht auf das, was der Spieler ihnen anweist, und da hat er dieses lustige Video dazu geteilt. Ich finde es wirklich sehr gut. Ja, wenn man die Sims ankettet, dann machen sie das, was sie sollen, auch wenn sich hier alle im Hintergrund beschweren. Wohl bis das Update kommt, was diese Fehler mit dem Pack behebt, ist es wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, wie man die Sims wirklich dazu bekommt, das zu machen, was sie eigentlich sollen. Ich liebe dieses Video. Ich habe es mir so oft jetzt schon angeguckt. Es ist schon ein bisschen witzig. Achtet mal darauf. Selbst in seinem Video hier machen die Sims hier so einen ganz komischen Schwenker nach rechts, der eigentlich gar keinen Sinn macht, weil hier nichts im Weg steht. Ja, bei diesem Pack darf gerne noch sehr gut nachgebessert werden. Das ist wirklich ein bisschen traurig. Aber diesen Tweet wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Sehr witzig. Und als letztes habe ich auch noch einen anderen sehr interessanten Tweet gesehen von Mrs. Fick, der etwas Interessantes im Spiel aufgefallen ist. Als sie nämlich das Spiel vor dem Meine Hochzeitsgeschichten Gameplay Pack aktualisiert hat, ja, gab es im Spiel einen interessanten Fehler, den ich irgendwie sehr witzig fand. Im Hauptmenü wurde nämlich Kacheln angezeigt, die es eigentlich im Spiel gar nicht geben sollte, die nämlich hier eigentlich nur zu Testzwecken platziert wurden. Man sieht es hier schon, for Barad's Testing, this should be open the PDP. Ich weiß jetzt gar nicht genau, für was PDB steht, aber ich fand es auf jeden Fall sehr witzig. Es scheint hier wohl an irgendeine von den Game-Testern gerichtet zu sein, diese Kachel, also die Leute, die das Pack auf Herz und Nieren prüfen und schauen, ob alle Fehler soweit behoben sind. Und ja, scheinbar haben die Entwickler da wohl vergessen, diese Kachel wieder rauszunehmen. Und auch noch eine andere Kachel wurde ihr im Spiel angezeigt, das ist diese hier. Also übersetzt, Kinder-Accounts können das bekommen. Das ist eine Nachricht, die an jeden gehen sollte, auch an Kinder-Accounts, aber nicht unbedingt exklusiv an Kinder-Accounts. Irgendwie auch eine interessante Meldung, also dieses Bild hier scheint nicht so wirklich zu irgendwas zu gehören, aber ich fand es auf jeden Fall ganz witzig. Child-Accounts sind, glaube ich, ja, alle Accounts, die unter 14 sind bei Origin. Scheinbar gibt es dann Meldungen, die nur an über 14-jährige Spieler gehen und welche, die auch an unter 14-jährige Spieler gehen. Ich wusste gar nicht, dass es da einen Unterschied gibt. Ich wollte es euch auf jeden Fall auch mal zeigen. Ist auf jeden Fall witzig. Habe ich so im Spiel auch noch nie gesehen. Fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Das waren jetzt so Beiträge, die mir so in meiner Twitter-Timeline angezeigt wurden und die ich auf jeden Fall sehr interessant fand und euch deshalb zeigen wollte. Mein Plan ist es aktuell, dieses Format öfters wöchentlich mal zu bringen. Das fände ich doch eigentlich ganz witzig, weil es so oft irgendwelche Sachen gibt, die für ein einzelnes Video ein bisschen zu klein sind, aber in so einem zusammengefassten, relativ aktuellen Video fände ich das doch eigentlich ganz witzig, immer mal wieder so Inhalte aus der Community vorzustellen. Das muss ich ja nicht unbedingt nur auf Tweets beschränken. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob euch dieses Video jetzt so gefallen hat, ob wir das öfters machen sollen. Dann könnt ihr mir natürlich auch gerne immer mal ein paar Tweets, die ihr so interessant fandet, oder allgemein Beiträge, die ihr interessant fandet, zuschicken. Das fände ich auf jeden Fall ganz witzig. Nochmal der Hinweis, alle Tweets, die ich euch vorgestellt habe, findet ihr ebenfalls nochmal in der Beschreibung verlinkt. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, folgt der einen oder anderen Person, die sind eigentlich alle ziemlich cool. Welcher war euer Lieblingsbeitrag, könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.